Ja, hallo liebe Freunde der nicht ganz so leichten Unterhaltung und herzlich willkommen im Wald. Ich muss sagen, das vorliegende Thema hat mich, als ich mich mal damit intensiver auseinandergesetzt habe, im Laufe meines Studiums ein wenig frustriert, weil man möchte jetzt als Forstwissenschaftler die Frage, ob wir ohne Bäume sofort ersticken, gerne mit "Ja, auf jeden Fall" beantworten. Aber dass es ein ganz kleines bisschen komplizierter sein könnte, könnt ihr euch vielleicht eventuell bereits denken, wenn ihr die Lauflänge dieses Videos zur Kenntnis nehmt. Demzufolge, für diejenigen, die neu sind auf diesem Kanal und noch nicht so viele von meinen Videos gesehen haben, primär ist die Videofunktion bei meinen Lava-Videos eigentlich nur dafür da, dass es einen schönen Waldhintergrund um meine Fratze herum gibt und das war's im Wesentlichen. Ich halte nachher noch ein ganz kleines bisschen was in die Kamera, aber die meiste Zeit des Videos könnt ihr tatsächlich nebenher Geschirr spülen oder sonst was machen und müsst nicht dauernd auf dem Bildschirm starren. Und ja, ich labere die ganze Zeit. Und wenn ihr gerade müde seid, würde ich euch empfehlen. Oh, eine Maus. Euren Robokocher rauszunehmen und euch erstmal einen Kaffee zuzubereiten. Wenn ihr das getan habt, dann nehmt doch bitte irgendwo in eurem Wald Platz und macht es euch gemütlich. Ja, dann bitte ich um Entschuldigung für die ganzen Licht- und Schattenflecken hier im Bild. Ich versuche ja grundsätzlich immer so aufzunehmen, wie die Situation im Walde gerade ist. Das finde ich am authentischsten und wenn es ohne Kunstlicht, grundsätzlich sowieso. Außer ich mache mal drin, weil es wirklich gar nicht anders geht. Naja, Thema dieses Videos ist eben die Frage, wie funktioniert denn das jetzt eigentlich mit dieser ollen Photosynthese und was sind da so die globalen Kreisläufe, um dann abschließend erst am Schluss zu klären, inwiefern es denn jetzt wirklich so ist, dass Pflanzen unglaublich wichtig für die globale Sauerstoffversorgung sind. So, daher grobe Gliederung dieses Videos. Erstens, was ist Photosynthese und Atmung? Wie funktioniert das jeweils? Ich versuche es so ke wenig chemisch wie möglich durchzuziehen. Dann zweiter Teil, wie kommt der Sauerstoff, wie kam der Sauerstoff in die Atmosphäre? Und dritter Teil ist dann wirklich eben die Frage, inwieweit wir denn aufgeschmissen sind, wenn wir keine Bäume mehr haben, ob wir dann ersticken. Dass Pflanzen Sauerstoff produzieren, ist eine Tatsache, das verrate ich wahrscheinlich den allermeisten Leuten nichts Neues mit. Gut, ich habe kein Skript geschrieben, demzufolge bin ich mir noch nicht ganz sicher, was ich hier eigentlich erzähle. Aber wenn ihr das jetzt seht, dann habe ich es hochgeladen. Demzufolge gibt es zumindest einen halbwegs irgendwo andeutungsweise erkennbaren roten Faden. Wenn ich dauernd darüber gucke, liegt das daran, dass da irgend so eine Maus wohnt und da ständig rumraschelt. Sollte sie mal eine Weile da sitzen und sich nicht bewegen, gucke ich mal, ob ich sie vielleicht noch irgendwie filmen kann. Aber ich fürchte, die ist zu flott. Naja, so, und damit legen wir jetzt aber richtig los. Es war einmal irgendwann vor 3,8 bis 3,5 Milliarden Jahren. Da gab es ein Bakterium, nennen wir es mal Karl. Karl hat festgestellt, dass wenn Karl grün ist, dann kommt da so ein einzelnes Photon angeschossen, fliegt auf dieses grüne Etwas im Karl und macht Peng. Und der Karl bekommt schlagartig ganz, ganz viel Energie, kann damit aber nichts anfangen, muss deshalb über einen unglaublich komplizierten biochemischen Prozess diese Energie stückchenweise umwandeln, um sie dann in eine chemisch nutzbare Form zu überführen. Also von elektromagnetischer Energie in chemische Energie. Chemische Energie meint, die ist in Form irgendeiner Bindung verfügbar und diese Bindungen können wir dann quasi im Endeffekt essen und dadurch spalten und die Energie wird wieder frei und für einen chemoheterotrophen Organismus nutzbar. Ein chemoheterotropher Organismus ist alles, was sich schneller bewegt als eine Pflanze.
weil wenn man sich schnell bewegen will, muss man chemoheterotroph sein. Jawohl. Das war die Kurz-Kurz-Form. Tatsache ist, dass wir wissen, dass die Photosynthese irgendwann zwischen vor 3,8 bis 3,5 Milliarden Jahren erfunden worden ist. Es ist schon wahnsinnig faszinierend, dass ein so komplexer Prozess wie die Photosynthese, das ist so die krasseste Bioreaktion, die wir so haben, krass im Sinne von wirklich, wirklich kompliziert, durch Zufall und Evolution entstanden sein soll. Und wer daran nicht glaubt und da jetzt irgendwelche religiösen Gefühle hat, bei der Photosynthese könnte ich sogar verstehen. Weil das ist wirklich derartig komplex, dass das ein Zufall gewesen sein soll, ist schon, ja. Aber jetzt wollen wir nicht ins Esoterische abdriften. Ganz kurz und so einfach wie möglich erklärt. Der Treffer von einem Licht Bestandteil in diesem Lichtsammelkomplex des Chlorophylls führt dazu, dass dann im Chlorophyll ein vorher langsames Elektron, das ungefähr so durch die Gegend gedümpelt ist, durch diese Energie, die in dem Licht drin ist, plötzlich auf eine Rotation angehoben wird. Es wird also energetisch angereichert. Das Doofe ist jetzt nur, die Energie, die da jetzt ankommt, ist elektromagnetische Energie. Und damit kann ein Bioorganismus nichts anfangen. Könnt ihr mal ausprobieren, ob ihr damit vielleicht doch was anfangen könnt, indem ihr an einer Batterie leckt. Oder sonstig, oder in die Steckdose langt oder sonstige Späße macht oder euch vom Blitz treffen lässt. Ihr werdet feststellen, nee, satt werde ich davon nicht. Denn das ist einfach inkompatibel. Problem jetzt eben, wenn man nur diese Energie zur Verfügung hat, muss man die in irgendeine Form für einen Bioorganismus nutzbare Form umwandeln. Und genau das ist jetzt der große Clou und die Genialität bei der Photosynthese, dass das eben durch Weitergabe dieses energetisch geladenen Elektrons an die nächste Verbindung mit verschiedenen anderen Verbindungen, die da eine Rolle spielen bei der Synthese, unter Verbindung von Wasseraufspaltung, was allein schon enorme Mengen an Energie benötigt, wobei dann allerdings auch wieder anderweitig Energien frei werden, führt das letztendlich, kann man sagen, dazu, dass man einen Haufen kleiner geladener Teilchen, Protonen und Elektronen, herausgearbeitet bekommt, die alle aufgrund ihrer Ladung wo bestimmtes hinwollen. Denn, chemisches Grundgesetz, wenn man geladen ist, also wenn man ein Elektron oder ein Proton ist, dann will man immer dahin, wo die Ladung, die man hat, nicht ist. Das ist also sozusagen das Männlein, nennen wir es mal Proton, fühlt sich angezogen von der Umgebung, in der viele Weiblein, also die Elektronen, die negativ geladen sind, zugegen sind und möchte dann gerne dahin, ganz simpel ausgedrückt. Und bei den Elektronen ist es umgekehrt, die möchten gerne zum Plus. Also ganz simpel, ne? Minus will zum Plus, Plus will zum Minus. Und durch dieses Bestreben, unbedingt dahin zu wollen, bewegen die sich auch gegen einen Widerstand. Und jetzt gibt es da so eine Art Mühle, wenn man so möchte, eine Art, ja, wie ein großes Wasserrad, kann man sich das ungefähr vorstellen, durch das diese ganzen Dinger durchflitschen und durch dieses sich da durchbewegen, wird dieses Wasserrad angetrieben und funktioniert dann wie eine, ja, wie ein Spinnrad, das aus der Sonnenenergie, die eben in dieser Bewegung resultiert, etwas zusammenbauen kann, die nötige Energie hat, um jetzt was zu bauen. Und das, was es baut, ist die Energiewährung der Zelle. Da gibt es zwei verschiedene, aber die wichtigere und energiereichere, auf die ich mich jetzt beschränken werde, ist Adenosintriphosphat bzw. Adenosindiphosphat. Vergesst das Adenosin und denkt bloß über die drei oder zwei Phosphate nach, die da hinten dran hängen. Denn ursprünglich, könnte man so sagen, liegt dieses Ding als 2-Phosphat, Diphosphat, vor und ist so relativ nutzlos für uns als Organismus. Das ist sozusagen ein Grundgerüst, an dem man Energie befestigen kann, wenn man welche hat. Solange man keine hat, liegt es nur als Grundgerüst da und bringt uns nichts. Wenn
wir jetzt aber die Energie, die unsere Tretmühle antreibt, benutzen und dieses Adenosin-Diphosphat in die Nähe unserer Tretmühle bringen, wird es durch diesen Strom aus der Tretmühle plus eben diese Verbindung mit der Tretmühle mit einem dritten Phosphat verbunden. Und man braucht Energie, um die quasi miteinander zu verflechten und zu verbauen, sozusagen. Was entsteht? Adenosin-Triphosphat, also mit drei Phosphaten. Und das Zeug ist jetzt extrem toll, weil das ist quasi die schnelle Energiewährung in der Biochemie. Gilt grundsätzlich, egal welcher Organismus, Bakterium, Pilz, Mensch, scheißegal, alle brauchen Adenosin-Triphosphat, wenn sie irgendwo schnell Energie haben wollen. Das funktioniert dann so, dass man sich das vorstellen kann als Energie in einer Flasche, die man dann nur noch zerbrechen muss, indem man das dritte Phosphat abknapst. Man macht also wieder aus dem Adenosin-Triphosphat ein Adenosin-Diphosphat und in dem Moment, wo man das abbricht, wird ein ganzer Batzen Energie frei und zwar wirklich vergleichsweise viel. Das ist die effizienteste Form des Energietransfers. Gut, und der große Vorteil von diesem Zeug liegt jetzt eben darin, damit ist die Energie aus der Photosynthese in einer für uns nutzbaren chemischen Verbindung gespeichert. Die fliegt jetzt also nicht nur noch irgendwo in der Zelle rum und wir können nichts damit anfangen, weil es elektromagnetische Energie ist, sondern es ist jetzt chemische Energie, die wir nutzen können. Energie, die benutzt werden kann, um bestimmte chemische Bindungen zu erzeugen oder zu zerstören. So, ich glaube, soweit ist schon mal gut. Das, was ich jetzt beschrieben habe, also der Einschlag von Licht und die daraus resultierende Fixierung der Energie in Adenosin-Triphosphat, das ist die Lichtreaktion der Photosynthese, stark vereinfacht. Die Photosynthese besteht eigentlich aus drei Komponenten. Der erste Komponent ist quasi das Anreichern des Gesamtsystems überhaupt mit Energie. Also quasi der Photonentreffer im Lichtsammelkomplex, die daraus resultierende Explosion von Energie und die Anreicherung eines Elektrons auf ein extrem hohes Energieniveau. Das ist Schritt 1. Schritt 2 ist dann, dass diese Energie umgeleitet wird und chemisch fixiert wird. Letztendlich eben in unserer sehr vereinfachten Darstellung, die ich hier gewählt habe, in Adenosin-Triphosphat, ATP übrigens. Und jetzt der dritte Schritt, das ist die sogenannte Dunkelreaktion. Schritt 1 und Schritt 2 sind die Lichtreaktion, weil dafür das Licht zwangsweise natürlich erforderlich ist. Sonst würde das nicht funktionieren. Die Dunkelreaktion besteht jetzt darin, dass jetzt unsere Energie noch langfristig gespeichert werden muss. Wir haben sie jetzt im ATP zwar schon in einer für uns nutzbaren Form verfügbar, die wir an beliebiger Stelle auf beliebige Art und Weise quasi einsetzen können. Das ist sozusagen die Universal-Energiewährung. Wenn man das Zeug löffelweise fressen würde, man würde fit werden wie Sau. Das geht nicht, aber nur so als Verbildlichung. Leider kann man das jetzt nicht wirklich richtig gut speichern. Das Problem ist nämlich, dass Phosphat sehr teuer ist bzw. sehr selten und davon steht nicht viel zur Verfügung. Man kann also einfach aufgrund dessen keine großen Vorräte von Adenosin-Di- oder Triphosphat anlegen, weil man gar nicht genug Phosphat hat als Pflanze oder als Mensch. Phosphat ist was Seltenes und Kostbares. Was hingegen in gewaltigen Mengen verfügbar ist, und jetzt kommen wir dem interessanten Teil des Videos schon näher, also dem noch interessanteren Teil, ist Kohlenstoff und Sauerstoff. So, denn was jetzt kommt, ist das, was ihr vielleicht schon mal gesehen habt. Da gibt es nämlich diese großartige Reaktionsgleichung hier. Und dafür muss ich mal kurz die Kamera umdrehen, um euch die noch mal genauer ins Bild zu halten. Ja, also wenn ihr nach der Reaktionsgleichung zur Photosynthese sucht, zum Beispiel auf Wikipedia, dann findet ihr einen ganzen Batzen von Formeln, die ihr wahrscheinlich, wenn ihr jetzt nicht ein Chemiker seid oder gerade noch Chemie in der Schule hattet, nicht so wirklich verstehen werdet.
Das ist auch nicht schlimm, weil dafür habt ihr ja mich. Und letztendlich läuft es dann auf diese sehr vereinfachte Darstellung heraus. Man kann es noch vereinfachter darstellen, aber noch vereinfachter finde ich es dann zu einfach. Dann wird es wird's der Komplexität der Sache nicht mehr ganz gerecht. So, wir haben jetzt also quasi Licht. Und Licht liefert uns die Energie für diese Reaktion. Und diese Reaktion ist quasi das, wo Zucker gebaut wird. Soweit wisst ihr es vielleicht auch schon aus eurer Allgemeinbildung, dass letztendlich in der Photosynthese Kohlenstoffdioxid, CO2, zu Zucker umgebaut wird. Und daran ist noch Wasser und Licht beteiligt. Das fasst es eigentlich in wenigen Worten zusammen. Allerdings ist jetzt beim eigentlichen Bau der Substanz Zucker, Glucose, Traubenzucker, das Licht nur noch indirekt beteiligt, weil der Einfluss des Lichtes ist jetzt schon erledigt. Das Licht haben wir quasi damit abgehakt in der Lichtreaktion, dass wir ATP jetzt haben. Und jetzt verwenden wir nicht mehr das Licht direkt, sondern im Prinzip hätte ich da auch ATP hinschreiben können. Das ist nämlich notwendig, um dieses Ding hier jetzt zu bauen. Grundsätzlich, wenn man in der Chemie irgendwelche Stoffe zusammenbauen möchte zu einem komplexen, energiehaltigen Molekül, braucht man erstmal Energie, um dieses energiehaltige Molekül herzustellen. Ist irgendwo sinnvoll, weil alles andere wäre ein Perpetuum mobile und das gibt's ja nicht. Und zwar funktioniert das jetzt folgendermaßen. Wir brauchen 6 CO2 und 12 H2O. Streng genommen, jetzt kann man sich streiten, welche Form der Darstellung man wählt. Eigentlich brauchen wir für die Dunkelreaktion, also das, was jetzt stattfindet, das Bauen von Zucker, nur 6 H2O. Die anderen 6 H2O, weil es sind ja insgesamt 12, haben wir jetzt schon in der Lichtreaktion verbraucht. Weil ich habe es ja erzählt, während der Lichtreaktion im Rahmen des Umbaus der Energie auf ATP wird Wasser gespalten. Und eben diese gespaltenen Wasser, die sind jetzt schon weg. Könnt ihr euch quasi wegdenken. Was wir jetzt noch zusätzlich brauchen, ist CO2. Und das ist nicht besonders schwierig zu bekommen, in Anführungszeichen. Weil, wir gehen ja jetzt noch von unserem Bakterium namens Karl aus, das lebt im Wasser. Und im Wasser ist auch ein gewisses Maß an Kohlenstoffdioxid vorhanden. Das muss also quasi jetzt nur noch in unser Bakterium durch die Zellwand hindurch wandern und schon ist es drin. Bei einer höheren Pflanze ist das erheblich komplizierter, aber das erkläre ich ein andermal. Und Wasser ist logischerweise, da sich unser Bakterium Karl ja im Wasser befindet, auch kein Problem zu haben. Also haben wir quasi schon alles, was wir brauchen und die Energie haben wir auch, die wir jetzt noch brauchen. Und jetzt können wir mal ein bisschen rumrechnen, wenn wir wollen. Wir haben also 6C, wir haben 12 Sauerstoff, 6 mal 2O, 12 Sauerstoff und wir haben 24 Wasserstoff. Davon sind 12 schon im Prinzip gespalten worden und für die Lichtreaktion verwendet worden und haben dann nochmal 12 Sauerstoff. Damit haben wir insgesamt 24 Sauerstoff, 6 Kohlenstoff und 24 Wasserstoff. So, und jetzt wird das zusammengebaut durch eben die nun verfügbare Energie, weil wir eben diese Lichtreaktion hatten. Ohne die Energie könnten wir damit überhaupt nichts anfangen, da würde keine Reaktion stattfinden. Zu einem Glucose, das ist dieses Ding hier, das sieht dann so aus, tada, ja, scheiße gezeichnet, aber Glucose ist so der Standard-Einfachzucker, auf dem die Ernährung eines jeden heterotrophen Organismus basiert und auch autotrophe Organismen brauchen das auch. Man kann also quasi sagen, jeder Organismus braucht letztendlich Glucose, um seine Zellen am Laufen zu halten. Das ist also schon wichtig. Man kann gucken, für eine ausgewogene Ernährung sich nicht nur von Glucose zu ernähren, aber letztendlich wird alles, was wir an Nahrung aufnehmen, auf Glucoseniveau abgebaut und schließlich ist das das, was in unseren Zellen als Nahrung verwendet wird. Und das ist eben C6H12O6. Davon entsteht nur ein einziges. Und da haben wir unsere 6 Cs auch schon verbaut. Wir haben 12 unserer 24 Wasserstoffe drin verbaut.
und wir haben 6 unserer 24 Sauerstoffer drin verbaut. Interessanterweise haben wir jetzt noch einen Haufen Sauerstoffer übrig, weil unsere Hauptverbindung ja aus 2 Komponenten, die jeweils Sauerstoff beinhalten, bestanden hat. Und deswegen 6 O2 sind jetzt übrig und die entweichen tatsächlich als Sauerstoff in die Atmosphäre, verbleiben nicht im Karl oder eben einer Pflanze, sondern reichern sich in der Atmosphäre an. So gesehen ist es also demzufolge natürlich richtig, dass Pflanzen Sauerstoff produzieren. Aus Verbindungen, die man nicht atmen kann, macht die Photosynthese unter Herstellung von Zucker und unter Abgabe von zusätzlichem Wasser, was dann auch nochmal übrig ist, wenn ihr das durchrechnet. Und das ist übrigens das Wasser, das notwendig ist, um das CO2 überhaupt zu bekommen, wenn man eine Landpflanze ist. Aber das führt schon wieder zu weit. Das lassen wir jetzt weg. Unter dieser Reaktion wird Sauerstoff freigesetzt. Man könnte also sagen, die Photosynthese ist ein doppelt super toll nützliches Ding, weil sie erstens was zu essen und zweitens was zum Atmen produziert. Jawohl, ja. Und jetzt fasse ich das Ganze nochmal zusammen, damit ihr das dann auch wirklich sicher verstanden habt, vielleicht nochmal so ein bisschen zum Mitdenken. Also, wir haben Licht, das knallt in unser Photonensammelgerät, nenne ich es jetzt mal Light Harvesting Komplex. Ne? Dies wird dann aus elektromagnetischer Strahlung in chemische Energie umgewandelt. Dafür brauchen wir 6 Wasser. Die werden gespalten und die Elektronen und Protonen vom Wasserstoff werden genutzt, um eben diese Fixierung der Energie zu ermöglichen. Der Sauerstoff, der dabei frei wird, entweicht. Also der Sauerstoff, der bei dem Ganzen herauskommt, bei der Photosynthese, das ist der, der beim Spalten vom Wasser abfliegt, sozusagen. Jetzt kommt die Dunkelreaktion. Das war ja eben jetzt die Lichtreaktion. Die heißt übrigens deswegen Dunkelreaktion, weil sie theoretisch auch im Dunkeln stattfinden könnte. Licht ist dafür nicht unmittelbar erforderlich. Praktisch findet sie allerdings zeitgleich mit der Lichtreaktion statt oder zumindest um wenige Sekunden versetzt oder wie auch immer man das sehen möchte. Also es ist da nicht dunkel, die heißt halt nur so. So, und da werden jetzt 6 CO2 mit 6 Wasser verbaut, um 1 Glucose und wieder 6 Wasser zu bilden, in Anführungszeichen. Die 6 Wasser, die da gebildet werden und wieder abgegeben werden, das ist das Wasser, das dann letztendlich aus den Blättern entweicht, in dem Moment, wo sich die Blätter öffnen, um das CO2 reinzulassen. Also es ist alles ausgeglichen, ja? Das Wasser entweicht wieder in die Atmosphäre, der Sauerstoff weicht wieder in die Atmosphäre, der Kohlenstoff und ein Teil des Wassers kommt aus der Atmosphäre und wird in der Pflanze quasi verbaut zu eben diesem Zucker. Letztendlich gibt es nicht mehr oder weniger Stoff im Gesamtsystem, Planet, sondern das bleibt ungefähr gleich. Nur die Art und Weise, wie die jeweiligen Stoffe jetzt vorliegen, das hat sich verändert. Nämlich eben als Form von energiereichem Zucker und überhaupt nicht energiehaltigem Sauerstoff und Wasser, das jetzt in der Atmosphäre vorhanden ist. So, und das ist jetzt gut für unsere Pflanze, weil die hat jetzt einen Zucker. Und jetzt gehe ich erstmal eine Runde pinkeln und dann kommen wir zur Atmung. Ja, Zucker ist gespeicherte Energie, chemisch gespeichert. Wenn man Zucker wieder abbaut, quasi die Rückreaktion der Photosynthese betreibt, nennt sich Atmung. Mit Atmung ist im biochemischen Sinn nicht gemeint, sondern die Rückreaktion der Photosynthese. Gucken wir zu diesem Zweck noch einmal ganz kurz auf unser Blatt hier. Atmung wäre jetzt also quasi der Abbau von Glucose zu 6 CO2 und Wasser. Und dafür brauchen wir das, was bei der Photosynthese Abfallprodukt ist, nämlich Wasser und Sauerstoff. Wir müssen also was trinken und atmen im Sinne von
um Glukose abbauen zu können. Solange wir das tun, und das ist nicht weiter schwierig, ist erheblich weniger schwierig als Licht, Photonen aufzufangen, wie man daran sieht, dass wir das nicht können, können wir dann halt eben Zucker abbauen. Die Energie, die im Zucker verfügbar ist, wieder für uns nutzbar machen und zwar wieder zurückverwandeln, zurücküberführen auf ATP. Da ist es wieder. ATP ist eben als Stoff kostbar, den gibt es nicht in großen Mengen, der ist nur für den schnellen Energietransfer gedacht, nicht für Energiespeicherung langfristig. So eine Glucose kannst du beliebig lange speichern, auch in Form von Fett. Auch Fett ist, wenn man es auf die einzelnen Glieder runterbricht, irgendwann Glucose. Also, wie man weiß, ist Fett zum Teil sehr langfristig speicherbar, länger als vielen von uns lieb sein dürfte. Demzufolge, das ist so jetzt der Zusammenhang zwischen Atmung und Photosynthese. Und da kommen jetzt diese Begriffe ins Spiel. Photoautotrophe Organismen, die ihren Zucker, den sie zum Leben brauchen, selber herstellen können. Also alle grünen Pflanzen und Cyanobakterien. Karl. Nur Cyanobakterien können das, alle anderen Bakterien können es auch nicht, weil Cyanobakterien haben auch diesen grünen Farbstoff, dieses Chlorophyll und damit können sie Photosynthese betreiben und haben das noch gemacht, bevor es Pflanzen gab. Pflanzen haben sich erst aus den Cyanobakterien entwickelt. Genauer gesagt ist man sich mittlerweile ziemlich sicher, dass die Pflanzen eigentlich Bakterien waren, die die Cyanobakterien gefressen haben. Dann sind die allerdings in ihrer Funktion noch erhalten geblieben und wurden dann innerhalb der die Cyanobakterien fressenden Zelle zu einem zusätzlichen Organ in der ansonsten keine Organe enthaltenen Zelle. Und damit war eigentlich quasi die erste höhere Zelle, die aus mehreren Kompartimenten besteht, gebildet worden. Aber jetzt schweife ich ab. Ist auch nicht so wichtig. So, Zucker. Ich möchte noch mal sagen, damit ihr es auch wirklich verstanden habt, Zucker baut die Pflanze deswegen, weil ATP als Energieträger nur kurzfristig verfügbar ist und knapp ist. Man könnte also nicht für einen riesigen Organismus, wie einen großen Baum, solche großen Mengen an ATP beinhalten, bevorraten. Das geht nicht, weil dafür ist Phosphor einfach zu selten. Und damit muss man halt eben was haben, was einfach herzustellen und langfristig lagerbar und mit den üblichen mengenmäßig häufigen Elementen des Planeten in großen Mengen produzierbar ist. Und das ist Zucker. Zucker ist für Pflanzen gleichermaßen Energiespeicher und Bausubstanz. Die komplette Pflanzenmasse, der gesamte Pflanzenkörper besteht letztendlich, wenn man es wirklich auf das allerkleinste Glied runterbricht, aus miteinander verknüpften Zuckerbestandteilen. Also dieses Ding hier und dann noch ein zweites nebendran und noch eins und noch eins und noch eins und das gibt dann so lange Ketten. Und diese langen Ketten, da klebt man noch eine andere hinten dran und macht das zu einem dicken Strang. Und dieser dicke Strang ist dann irgendwann Holz. Da sind dann noch andere verschiedene weitere Bestandteile im Holz drin, die dafür sorgen, dass es dann auch schön stabil ist und so weiter und so fort. Aber auch diese anderen Bestandteile bestehen letztendlich runtergebrochen aufs kleinste Teil aus Zucker. Oder zuckerähnliche Moleküle, die aus dem Zucker hergestellt worden sind. Zucker ist also ein Baustoff. Damit jetzt aber die ganze Produktion dieser Strukturen funktioniert, braucht man ja wieder Energie. Man muss das ja umbauen, man muss es teilweise aneinander dran setzen. Und wie schon bei der Synthese von Zucker, wann immer man mal irgendwas zusammenkleben möchte, in der Chemie braucht man Energie. Das heißt, man muss einen anderen Zucker verbrauchen, um zwei weitere Zucker zusammenkleben zu können. Vielleicht kann man, wenn man einen Zucker verbraucht, auch gleich fünf andere Zucker zusammenkleben. Das hängt davon ab, wie man sie verklebt und was man gerade bauen möchte als Pflanze. Jetzt ist es halt eben so, Pflanze produziert zwar Zucker aus quasi nichts, kann man sagen, und kann sich demzufolge auch leisten, jede Menge Zucker zu verbrauchen, um dann irgendwelche anderen Stoffe zu produzieren. Aber
Wann immer Zucker verbraucht wird, um Energie wieder herzustellen, haben wir die Rückreaktion der Photosynthese. Wir bauen den Zucker also wieder ab. Der Zucker wird zerlegt zu seinen ursprünglichen Bestandteilen, nämlich 6CO2 und ich zeig's euch nochmal. Hier 6CO2 und im Prinzip 12H2O. In diesem Fall müssen wir 6H2O selber zu uns nehmen, damit wir das Ding zerlegen können. Und 6H2O werden dann wiederum frei. Also deswegen netto 12H2O. Und beim Zerlegen von der Glucose, für deren Synthese ATP gebraucht wurde, Energie aus der Photosynthese, bekommen wir jetzt beim Zerlegen die Energie, die vorher aus der Photosynthese reingesteckt wurde, wieder zurück. Heißt, wir haben wieder das ATP jetzt verfügbar. Wir können an dem Ort, an dem Zucker zerlegt wird, aus ADP, also Adenosin-Diphosphat, ich hatte es erklärt, Adenosin-Triphosphat machen. Wieder diesen super energiehaltigen, tollen Dingerich, der für alles verwendet werden kann. Und mit der Energie, die wir jetzt wieder frei haben, können wir jetzt zum Beispiel eben andere Zucker zusammenbauen, um Holz zu produzieren als Pflanze. Das ist jetzt ganz, 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 ganz wichtig. Das bedeutet nämlich, die Pflanze betreibt auch Atmung, weil sie wachsen muss. Sie kann aus der Photosynthese nicht wachsen. Sie kann zwar aus der Photosynthese Zucker produzieren, aber mit dem kann sie dann erstmal, dann ist fertig. Die Energie aus der Photosynthese kann nur in Zucker gespeichert werden. Die Energie aus der Photosynthese kann nicht direkt fürs Wachstum verwendet werden. Wenn man den Zucker dann fürs Wachstum verwenden möchte, muss man ihn veratmen. Und wenn man atmet, braucht man wieder Sauerstoff. Jetzt müsste es klingeln. Die Pflanze verbraucht nämlich ungefähr netto genauso viel Sauerstoff für ihr Wachstum, weil sie das nur mit Atmung hinbekommt, wie sie vorher Sauerstoff abgegeben hat durch Photosynthese. Heißt, netto und langfristig gesehen gibt ein Baum sozusagen tagsüber eine Wolke von Sauerstoff um sich rum ab. Und dann wird es Nacht. Und wenn die Wolke aus Sauerstoff jetzt noch da ist, nur um es zu versinnbildlichen, muss er diese Wolke von Sauerstoff dann wieder aufsaugen, um seinen ganzen Zucker, den er jetzt produziert hat in der Photosynthese, wieder umzubauen zu dem, was er eigentlich haben möchte. Weil er möchte ja nicht Zucker in riesigen Mengen akkumulieren, sondern er möchte ja Holz produzieren. Und davor braucht er eben mehr Energie und die muss er atmen. Klar soweit? Soll also heißen, ja, Bäume produzieren Sauerstoff. Tags. Jetzt ist es allerdings so, dass die Photosynthese viel, 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 viel effizienter ist als die Atmung, beziehungsweise während es hell ist, läuft die Photosynthese viel schneller ab, als der Baum atmen muss, um zum Beispiel ein kleines bisschen zu wachsen oder irgendwelche anderen Dinge zu tun. Irgendwelche Käfer, die an ihm dran nagen. Wenn man ein Gift produzieren möchte, um diesen Käfer umzubringen, dann muss er das aus Zucker zusammenbauen und dafür braucht er wieder Energie, dafür muss er wieder anderen Zucker verbrauchen. Umsetzen Energie, Atmung, ergo Sauerstoff. Soll heißen, über den gesamten Tag gesehen, kommt es drauf an. Im Sommer wird der Baum netto mehr Sauerstoff abgeben, als er braucht. Also er macht mehr Photosynthese, als er atmet. Allein schon, weil die Nacht vergleichsweise kurz ist und der Tag, die Zeit, die für Photosynthese zur Verfügung steht, vergleichsweise lang. Allerdings ein Laubbaum im Winter macht überhaupt keine Photosynthese und atmet nur, weil der muss ja auch am Leben sich erhalten. Die Zellen müssen am Leben gehalten werden und brauchen dafür ein Minimum an Energie und deshalb muss hier und da mal ein Zucker veratmet werden, ergo wieder ein bisschen Sauerstoff aufgenommen werden. Und deshalb ganz langfristig gesehen kommt es immer drauf an, in welcher Phase wir uns bei einer Pflanze gerade befinden. In der jungen Pflanze wird es meistens so sein, dass die kaum atmen muss, beziehungsweise dass die sehr viel Photosynthese betreibt, das alles sofort fixiert in Form von Holz und sehr viel wächst.
netto, aber dadurch, dass sie auch noch jung ist und viel Photosynthese machen kann und wenig Energie braucht, wenn sie gerade keine Blätter hat oder nachts, weil sie einfach klein ist, je kleiner die Biomasse ist, desto weniger Energie ist notwendig, um die Biomasse am Leben zu erhalten, wird es bei eben jungen Pflanzen oder jungen Bäumen so sein, dass die netto mehr Photosynthese, also mehr Sauerstoff produzieren, frei abgeben, als sie brauchen, um es zu atmen. Je älter die Pflanze dann wird, je dicker der Baum, je größer, gewaltiger die Krone, dann macht er zwar auch mit seiner großen Blattfläche viel Photosynthese, hat aber auch ein riesiges Wurzelwerk, einen gewaltigen Stamm, ganz viel Rinde und Äste, die am Leben erhalten werden müssen. Und letztendlich ist das so die natürliche Todesursache eines Baumes, wenn er an Altersschwäche stirbt, dass er irgendwann zu viel Atmung braucht, um seine ganzen Zellen am Leben zu erhalten. Und dieses Level an Atmung irgendwann durch seine begrenzten Möglichkeiten zur Photosynthese nicht mehr ausgeglichen werden kann. Der macht dann also netto mehr Atmung, als er Photosynthese machen kann, braucht mehr Zucker, als er produziert. Und da eine Pflanze ist und Zucker nur selbst produzieren kann und keine anderen Organismen fressen, wie wir das tun, stirbt er dann. Dann verhungert er. Das ist so der natürliche Tod eines Baumes, wenn kein anderer Organismus dran beteiligt ist. Er wächst sich zugrunde, sozusagen. So, deshalb, wenn ihr jetzt mal Google fragt, ob Bäume Sauerstoff produzieren, dann findet ihr relativ kurze Artikel, in denen drin steht, dass sie das tun. Das ist ja auch richtig. Aber das ist natürlich nicht langfristig und nicht konkret genug gedacht. Ihr merkt, wie kompliziert dieses Thema ist. Kann ich schon verstehen, dass sich da ein Laie ein bisschen schwer mit tut. Aber was man da dann halt so lesen kann, ist, dass zum Beispiel, das ist eine Rechnung, die relativ häufig im Internet steht, eine 200 Jahre alte Buche pro Stunde so viel Sauerstoff produziert, wie 30 Menschen pro Stunde brauchen. Das stimmt. Aber das gilt eben nur tags und im Sommer. Und über die Gesamtzeit gesehen, über den ganzen Planeten gesehen und das Gesamtsystem gesehen, gleicht sich's aus. Tiere verbrauchen Sauerstoff, den Pflanzen abgeben. Simpel ausgedrückt. Zusätzlich, auch wenn Pflanzen einen ganzen Haufen Sauerstoff abgeben, brauchen Pflanzen eben selber auch noch Sauerstoff, weil auch Pflanzen atmen. Nur die Zellen, die wirklich Photosynthese betreiben, nämlich die Blätter, die sind quasi bis in alle Ewigkeit autark. Aber Blätter allein kann es nicht geben, weil die brauchen ja irgendwas, wo sie dranhängen können. Einen Stamm, einen Zweig, brauchen eine Wurzel, mit der sie mit Wasser versorgt werden. Und eine Wurzel braucht zum Beispiel ziemlich viel Energie. Da laufen ja auch Stoffwechselprozesse in der Wurzel ab. Dass die kein Licht abbekommt, um damit Photosynthese zu betreiben, dürfte jedem klar sein. Und dazu halt dann eben noch die ganzen fiesen anderen Organismen, die dann den Sauerstoff, den die Pflanzen da abgeben, schon wieder wegatmen. Aber wenn das jetzt so ist, dass netto sich es ungefähr ausgleicht, was Pflanzen an Sauerstoff produzieren, atmen die Tiere bzw. die Pflanzen selber wieder weg. Wo zum Henker kommen dann bitte schön die ganzen Prozente an Sauerstoff in der Atmosphäre her? Und das ist auch wieder ein ganz spannendes Thema, denn das machen wir jetzt. Um euch nochmal zu verdeutlichen, selbst wenn wir jetzt die Tiere aus dem System jetzt mal völlig rauslassen, tun wir einfach mal so, als gäbe es die nicht und wir hätten einen Planeten, der nur von Pflanzen bevölkert wird. Selbst dann würde es netto auf null herauslaufen zwischen Sauerstoff produzieren und Sauerstoff verbrauchen, weil eine Pflanze betreibt ja nur so lange Photosynthese, wie sie lebt. Und wenn sie tot ist, was steht dann da? Ein Gerüst in Form eines Baums aus Kohlenstoffdioxidverbindungen, die irgendwie mal aus Zucker gebaut worden sind. Und jetzt kommen zumindest mal die Bakterien, die dürfen wir aus dem System nicht rausdenken, weil sonst würde das System überhaupt nicht funktionieren, und bauen dieses Holz nach und nach ab. Was machen sie dann? Sie verbrauchen den Zucker. Warum machen sie das? Weil sie aus dem Zucker zerlegen, Energie nehmen, um selber am Leben zu bleiben. Was heißt das? Sie atmen. Und was brauchen sie dann? Sauerstoff. Sprich, ein Baum, wenn er tot ist
wird veratmet. Da wird quasi all das CO2, das der Baum im Laufe seines Lebens gespeichert hat durch seine Photosynthese und all der Sauerstoff, der dafür äquivalent abgegeben worden ist, wird jetzt wieder verbraucht, um die komplette Substanz des Baumes wieder zu zersetzen. Wieder als CO2 im ewigen Kreislauf quasi und Wasser an die Atmosphäre abzugeben. Also alles, was der Baum aufgenommen hat, wird wieder abgegeben und es ist quasi so, als ob den Baum nie gegeben hätte, weil all seine Bestandteile wieder dahin verschwunden sind, wo er sie her hatte. Das ist dieser Kreislauf der Natur, der ja immer wieder gerne irgendwo beschrieben wird und den gibt es ja auch tatsächlich und das ist er. So funktioniert das. Soll allerdings heißen, selbst wenn es gar keine Tiere gibt, die zusätzlich noch Sauerstoff wegatmen, läuft trotzdem drauf hinaus, da ist kein Sauerstoffüberschuss. Das funktioniert nicht. Also Pflanzen produzieren zwar Sauerstoff, verbrauchen ihn aber auch, oder der Sauerstoff wird letztendlich gebraucht, um die kaputte, tote Pflanze dann wieder umzusetzen. Also, ne? Jetzt könnt ihr mal überlegen, ich gebe euch 5 Sekunden Zeit, ob euch einfällt, wie wir dann überhaupt bitte schön eine Atmosphäre haben können, in der es so viel Sauerstoff gibt. Das geht ja nicht, weil der muss ja irgendwo hergekommen sein. Und einen kleinen Tipp zuerst, es ist kein Asteroid auf der Erde gelandet, der einen riesigen Haufen Sauerstoff dabei hatte. Das geht nämlich nicht. Idee? Idee? Na? Denkt nach? Logischerweise muss es deswegen, damit das möglich ist, fixiertes CO2 geben, fixierten Zucker geben, der nicht wieder umgesetzt werden kann unter Sauerstoffverbrauch. Weil, wenn das Zeug fixiert ist, dann heißt es, der Sauerstoff, der mal freigegeben wurde, um es zu bauen, ist noch in der Atmosphäre. Könnt ihr mir soweit folgen, hoffe ich. Sprich, Erdöl, Kohle, Erdgas, all diese Sachen, fossile Energieträger, sind dadurch, dass sie vom Abbau geschützt worden sind, weil sie in irgendeiner Form verschüttet wurden als Sediment und kein Organismus drangekommen ist, um sie zu veratmen und den Sauerstoff wieder zu verbrauchen, letztendlich daran schuld, dass sich dann dadurch ein Sauerstoffüberschuss gebildet hat. Und das Interessante ist jetzt, die Entstehung der Sauerstoffatmosphäre, und damit sind wir jetzt beim zweiten Thema dieses Videos, ja, jetzt erst, ist nämlich erst entstanden ganz, 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 ganz lange Zeit, nachdem die Photosynthese erfunden worden ist. Die Photosynthese wurde ja vor, so sagen wir mal, 3,8 Milliarden Jahren erfunden. Die Sauerstoffatmosphäre gibt es erst seit 600 Millionen Jahren in der jetzigen Zusammensetzung. Und das lag daran, dass Sauerstoff ja ein sehr reaktives Gas ist, das, wenn es irgendwo mal frei als elementarer Sauerstoff vorliegt, sofort irgendeine Reaktion auslöst, eine Oxidation. Eine Oxidation ist immer eine Reaktion mit Sauerstoff. Soll heißen, im Laufe der Milliarden Jahre, in denen es schon grüne Pflanzen oder zumindest Cyanobakterien gab, die Sauerstoff produziert haben, ist aller überschüssiger Sauerstoff sofort irgendwo gebunden worden. Im Meer. Der hat irgendwas oxidiert. Der hat das ganze Eisen im Meer oxidiert. Wir können uns ziemlich sicher sein, dass vor bis 1,5 Milliarden Jahren oder irgendwas die Ozeane rot gewesen sind vor lauter Rost, oxidiertem Eisen in den Ozeanen. Mit den Zahlen bin ich mir übrigens nicht hundertprozentig sicher. Nehmt es mir bitte nicht übel, aber so ungefähr stimmt's. Bei den Hausnummern ist es dann sowieso Wurst. Und das hat wirklich lange, lange Zeit gedauert, bis quasi alles auf der Planetenoberfläche, was irgendwie mit Sauerstoff reagieren konnte, auch mit Sauerstoff reagiert hat. Weshalb wir kaum jetzt noch irgendwelche Metalle finden, die in reiner Form vorliegen. Die liegen alle als Oxid vor. Die haben alle mit Sauerstoff reagiert in diesen Jahrmilliarden, in denen die Pflanzen ganz, 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 ganz langsam einen Überschuss an Sauerstoff produziert haben. Und jetzt habe ich gerade die 600 Millionen, seitdem es eine Sauerstoffatmosphäre gibt, erwähnt. Vor 600 Millionen Jahren ungefähr stieg die Sauerstoffkonzentration in der Atmosphäre auf über 1%.
Also davor gab es überhaupt keine, da war es ein Spurengas. Das war kaum messbar, hat überhaupt keine Rolle gespielt. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, weil ab diesem Anstieg über 1%, das war so quasi ein Indiz dafür, könnte man sagen, dass jetzt das meiste, was oxidierbar gewesen ist, auch wirklich oxidiert ist. Und ab da hat sich der Sauerstoff dann nach und nach angereichert. Und zwar jedes Mal dann, wenn mal wieder ein Haufen Wald zum Beispiel von einem Sturm umgeknickt worden ist. Ein Erdrutsch. Ein Erdrutsch hat einen Haufen Wald platt gemacht. Unter der Erde war der Wald begraben. Dann kam ein zweiter Erdrutsch drüber und das Ganze hat sich dann halt irgendwie angesammelt. Und ein Haufen Biomaterial, für das Sauerstoff freigegeben wurde, wurde dann nicht abgebaut und der Sauerstoff nicht wieder verbraucht und wir hatten eine Netto-Sauerstoffanreicherung eben wieder in der Atmosphäre. Das ging ewig lange und irgendwann haben wir dann halt mal Prozente gehabt, wie wir sie heute haben in der Atmosphäre und ich glaube seit wie vielen Millionen Jahren, ein paar Millionen, was weiß denn ich. Aber seit es jedenfalls nennenswert Leben auf dem Planeten gibt, was ja wirklich nur so ein winzig kleines Abschnittchen auf einem wahnsinnig langen Zahnstrahl ist, wenn man sich die ganze Erdgeschichte anguckt. Das Landleben hat sich erst entwickelt, als wir die heutige Zusammensetzung unserer Atmosphäre hatten. Denn ein ganz wesentlicher Faktor ist nämlich, erst ab den hohen Sauerstoffkonzentrationen, die wir jetzt in der Atmosphäre haben, konnte sich eine Ozonschicht bilden. Und ohne die Ozonschicht war Landleben für irgendwelche Landorganismen, ganz egal welche, schlicht und ergreifend nicht möglich, weil alles, was an Land gegangen ist, hat sofort durch die UV-Strahlung die DNA zerschossen bekommen und war im Eimer. Deshalb ist quasi die Erfindung der Photosynthese und das nach und nach Anreichern von Sauerstoff, mal ganz davon abgesehen, dass dadurch auch Nahrungsmittel für alle anderen Organismen entstanden sind, weil wir letztendlich alle irgendwo Pflanzen fressen oder eine Pflanze sind. Davon abgesehen ist durch die Photosynthese als zweites praktisches Produkt noch unsere Sauerstoffatmosphäre entstanden, durch die Atmung für Landorganismen überhaupt erst möglich geworden ist. Also das ist schon eine tolle Sache, ne? Ja, und als es dann jedenfalls eine Ozonschicht gegeben hat, da sind dann die ersten Pflanzen auch an Land. Und jetzt muss ich doch noch ein kleines bisschen die Evolutionskiste aufmachen. Und zwar deswegen, weil keine Konkurrenz zu den anderen Wasserpflanzen. Weil auf dem Land gab es nichts, überhaupt gar nichts. Da war einfach kahle Fläche. Und deswegen ließ es sich da ganz gut aushalten. Was die Pflanzen dafür allerdings noch erfinden mussten, war erstens mal Holz, beziehungsweise ein festes Material, Lignocellulose, weil im Wasser, da kommt man ja schwimmen. Das ist ja scheißegal, da braucht man nicht stabil sein. Man hat ja sowieso Auftrieb für eine Struktur. An Land muss man fest sein, damit man überhaupt der Schwerkraft trotzen kann. Das nächste Problem, man brauchte irgendwas, um irgendwoher Wasser für die Photosynthese in die grünen Pflanzenteile zu nehmen. Man brauchte also eine Wurzel, einen Stamm zum Wassertransport und man brauchte in irgendeiner Form Blätter, die nach außen hin abgeschlossen waren, wo nicht einfach das Wasser entweichen konnte. Bei Wasserpflanzen war das ja auch schnurzpiepegal. Und da gab es dann halt nach und nach so die Anpassungen und so weiter und so fort. Ist ganz faszinierend und gibt auch mal irgendwann ein kleines extra, ja, der war gut, ein extra Video. Gut, das wäre also dann die Frage gewesen, warum wir denn überhaupt eine Sauerstoffatmosphäre haben. Und jetzt, nachdem wir das wissen, können wir jetzt auch darauf eingehen, was denn passieren würde, jetzt spaßeshalber, wenn wir hier, Titelfrage, den Wald abholzen, sämtlichen Wald. Ersticken wir dann? Nee, weil folgendes. In dem Maß, wie wir jetzt Sauerstoff verbrauchen für Verbrennungen, in dem Maß steigt ja der Kohlenstoffdioxidanteil in der Atmosphäre. Das bedeutet für die Pflanzen dann wieder, dass mehr Kohlenstoffdioxid zur Verfügung steht und das Netto-Biomasse-Wachstum im Pflanzenreich, also alle Pflanzen, nicht nur Bäume, sondern auch Algen im Meer, können dann besser wachsen, wenn alle anderen Bedingungen stimmen. Und da geht es jetzt im Wesentlichen wirklich um die marinen Pflanzen, die Wasserpflanzen, die
sind nicht schön, Algen, aber können wirklich wunderbar theoretisch gedeihen, wenn der CO2-Spiegel weiter ansteigt. Dann haben die alles, was sie brauchen zum Wachsen und wachsen entsprechend schneller, produzieren dann entsprechend wieder mehr Sauerstoff. Und wenn wir einen Wald abholzen und stattdessen ein Maisfeld hinbauen, dann ist das von der reinen Biomasseproduktion mit einem Wald leider durchaus irgendwo zu vergleichen. Zwar wird die Biomasse sofort auch wieder umgesetzt und verbrannt, sei es durch Essen und Veratmen, was auch eine Verbrennung ist, oder sei es durch wirklich Verheizen als Biogas oder was auch immer, aber letztendlich davor wird es ja doch auch wieder produziert. Also, wenn überhaupt, dann über einen sehr langfristigen Zeitraum würden wir es vielleicht schaffen, den Sauerstoffgehalt der Atmosphäre ein bisschen niedriger zu bekommen. Allerdings muss man dann sagen, dass dann oxidierte Bestandteile der Erdoberfläche möglicherweise reduziert werden, wenn die Sauerstoffkonzentration unter ein bestimmtes Niveau fällt. Weil dann geht der Sauerstoff da quasi wieder ab und steht dann wiederum den atmenden Organismen für die Atmung zur Verfügung. Aber dafür müsste der Sauerstoff schon auf ein extrem niedriges Niveau sinken. Bis dahin hätte man dann tatsächlich Atemschwierigkeiten. Ja, und dann zusammenfassend, um besagte Titelfrage endgültig zu beantworten. Also kurzfristig ist es ein gegenseitiges Ausgleichen. Wenn man da irgendwo was verbrennt, CO2 wird frei, wird von Pflanzen wieder aufgenommen, dafür wird Sauerstoff umgesetzt. Wenn wir atmen, existieren, verbrauchen wir Sauerstoff, gleichzeitig produzieren wir dann damit aber auch wieder einen Dünger, den dann eine Pflanze wiederum braucht, um wiederum besser CO2 binden zu können und Sauerstoff abzugeben. Netto hat sich, seit es Leben gibt, auf dem Planeten eben die Sauerstoffzusammensetzung der Atmosphäre nicht verändert. Auch nicht in Zeiten, als sehr, 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 sehr viel Wald gerodet wurde. Wobei man dann auch wieder sagen muss, das war nur in der bekannten Welt, wo der Wald gerodet wurde. Sprich Mitteleuropa zum Beispiel oder um den Mittelmeerraum. Während in Südamerika hat es ja keinen interessiert, da gab es ja keine Zivilisation. Also es ist ganz schwierig, jetzt letztendlich wirklich Prognosen zu machen, was wäre, wenn wir in ganz krassem Maße sämtliche unsere Pflanzen kaputt hauen. Aber schließlich kann man auch wiederum sagen, das ginge ja gar nicht, weil wir müssen ja auch irgendwas essen. Und alles, was wir essen, basiert letztendlich eben auf Pflanzen. Und für den Sauerstoffgehalt der Atmosphäre ist es tatsächlich Wurst, was für Pflanzen. Wenn das riesige Maisäcker sind, auf 90% der Landfläche der Welt Maisäcker, würde genauso funktionieren, den Sauerstoffgehalt der Atmosphäre aufrechtzuerhalten wie irgendwelche Urwälder. Deswegen, ja, ist traurig, aber kann man so nicht sagen, dass wir ersticken, wenn wir all unsere Wälder fällen. Na, vielleicht doch. Aber zumindest kann man es jetzt wissenschaftlich gesehen erstmal nicht festmachen. Und kurzfristige Ereignisse wie riesige Waldbrände oder kurzfristige Rodungen werden ja auch von dem riesigen Puffer, den die Atmosphäre quasi im Sauerstoffgehalt darstellt, ausgepuffert. Außerdem befindet sich noch jede Menge Sauerstoff in den Meeren gelöst. Wenn in der Atmosphäre der Sauerstoffgehalt abnimmt, dann dampft welcher aus dem Meer aus und reichert sich dann wieder in der Atmosphäre an. Das gleicht sich also aus. Wir haben nicht wirklich Sauerstoffmangel. Zumal ein paar Prozent weniger Sauerstoff würden immer noch niemanden umbringen. Also jeder Organismus könnte mit ein paar Prozent weniger Sauerstoff noch einigermaßen, fast jeder Organismus, bis auf so ein paar Spezialisten, aber damit würde man noch irgendwie klarkommen. Leider. Ich würde ja wirklich gerne sagen, sobald man die Wälder abholzt, werden wir alle ersticken. Aber es ist nicht so. Verdammt. Okay, aber ich glaube, jetzt habe ich genug gelabert und ich muss auch langsam wieder heim. Lustig war es im Wald und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Ich hoffe, das Ganze war nicht zu komplex. Wenn es euch mit der Chemie wirklich zu viel gewesen ist, dann lasst mir bitte einen Kommentar da. Das würde mich dann interessieren und sonst, ja, macht's gut.